Glaube, Wunder, Hoffnung. Ich glaube, wenn man sich seine Wünsche immer wieder ausmalt, kann man sie erreichen. Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus der Veröffentlichung in der TINA Nummer 16 vom 11. April 2018, wo Mutti von ihrem eigenen Wunder erzählt hat, dass wir hier jetzt sitzen, ist ein Segen, die Geschichte hinter unserem Lächeln. Es geht um das Wunder der Heilung des Bauchspeicheldrüsenkrebs und am 18. März 2024 haben wir Muttis 9. Geburtstag gefeiert. Heute haben wir Karfreitag, 29.03.2024 und ich hatte den Impuls, heute nochmal ein paar Gedanken von mir festzuhalten. Und zwar Glaube, Wunder, Hoffnung. Ja, es können Wunder passieren, wenn wir an Wunder glauben. Und ich möchte hier auch erzählen von der zufälligen Begegnung einer Frau mit ihrem roten Fahrrad und roter Hose, die Mutti, ich glaube, das war 2016, ein Jahr nach Muttis Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung, Mut gemacht hat. Glaube, ja, Glaube ist auch eine putzige Geschichte. Das wird jetzt hier kein biblischer Podcast, sondern es geht hier auch um zufällige Begegnungen, die gar nicht so zufällig sind, denn es soll so sein, dass wir genau in dem Moment wieder jemanden treffen, der uns Mut macht. So fand ich das auch sehr erstaunlich und zwar, ich blende das hier mal ein, diesen schönen Ostseestein bemalt, wo drauf steht Glaube. Den hat Mutti am Freitag, 27.03.2020 um 14 Uhr gefunden, am Strand. Da lag er plötzlich. Es war ganz erstaunlich. Eigentlich wollten wir den normalen Weg bis zum Hafen laufen, in Laboe. Aber meine Mutter hatte plötzlich das Gefühl, rechts abzubiegen, den kleinen Weg entlang, vorbei an der Musikmuschel. So fand sie plötzlich den Stein, der ziemlich unscheinbar dort auf der Bank lag. Habe ich auch nochmal eingeblendet. Mit der bemalten Seite nach oben. Ostseestein haben wir gelesen. Die Botschaft Glaube ist sowas von passend. Meine Mutti ist 2015 Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, konnte operiert werden und in diesem Jahr, am 18. März, war ihr 5. Geburtstag 2020 nach der OP. Wir wissen ja, dass wir im Moment auch in Zeiten leben, wo gerade ältere Menschen aufpassen müssen. So war und ist dieser Stein von doch eine Botschaft von einem lieben Engel. Eigentlich hatten wir vorgehabt, den Stein wieder irgendwo abzulegen, da wir gehört haben, so wird es gemacht. Wir haben ihn dann aber doch mit nach Hause genommen, da wir finden, es ist ein wundervoller Mutmacher für meine liebe Mutti. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Danke, du lieber Engel, du hast ihn wunderschön bemalt und so abgelegt, dass meine Mutti ihn gefunden hat. Und dann hatte ich noch gebeten, wir würden uns sehr freuen, wenn wir erfahren, wer der liebe Engel war. Ich hatte dies auch in der Gruppe Ostseesteine gepostet. Das ist hier ein ganz, ganz toller Brauch. Da gibt es ganz viele liebe Menschen, die bemalen immer Steine und legen sie irgendwo ab. Und man kann die Steine dann irgendwo anders dann wieder hinlegen oder man kann sie behalten. Auch mir sind so mal wunderschöne Steine über den Weg gelaufen. Und so ist es auch mit dieser zufälligen Begegnung von der Frau mit der roten Hose und dem roten Fahrrad. Also ich hatte das Gefühl, es war ein Engel, der genau in dem Moment da stand, um Mutti Mut zu machen. Es war irgendwie, ich glaube im Frühjahr muss es gewesen sein, 2016. Ich hatte noch auf meinem Computer nachgeguckt, ob ich noch irgendwelche Fotos von dem Tag finde. Aber leider können sich ein paar alte SD-Karten nicht mehr öffnen. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der mir ein paar Daten retten kann. Es wäre sehr schön. Auf jeden Fall hatte ich den Gedanken gestern plötzlich immer wieder von der Frau mit der roten Hose. Und es war ein Mutmacher, denn wir wollten schön spazieren gehen. Es waren noch keine Touristen da. Ja, es muss im Frühjahr gewesen sein. Ich denke mal Frühjahr 2016. Und dann, wir hatten den Wagen abgestellt, liefen Richtung Strand und da stand sie plötzlich, die Frau, mit dem roten Fahrrad und roter Hose und lächelte uns an. Mutti konnte an diesem Tag nicht so gut laufen, sie kriegte schlecht Luft und sowas und ich sah am Strand
ein sensationelles Boot, also so eine Yacht, die in der Werft in Kiel gebaut worden ist, und sie machten gerade Testfahrten. Das war ein merkwürdiges Schiff, kann man sagen. Es sah unten aus wie ein Schiff und obendrauf noch drei große Masten waren da drauf, oder waren es zwei, weiß ich nicht mehr genau. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich ein paar Fotos gemacht und komme dann hoch und sehe, dass Mutti und die Frau sich ja angeregt unterhielten. Und Mama hatte ein Lächeln im Gesicht, strahlte mich an und sagte: "Oh, die Frau hat mir eben gerade was ganz Tolles erzählt. So was Tolles. Erzählen Sie das nochmal." Dann erzählte Mutti eben halt kurz vorher noch, dass sie so nach Luft schnappte. Und dann sagte die Frau: "Och Mensch, haben Sie es mit dem Herzen?" Und daraufhin hat Mutti dann gesagt: "Nein, ich hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und ich bin operiert worden am 18. März 2015, und ach, ich weiß auch nicht, ich fühle mich im Moment nicht so gut und so." Und dann sagte die Frau: "Oh, da muss ich Ihnen was sagen. Erst letzten Sonnabend haben wir den 95. Geburtstag meiner Freundin gefeiert. Und sie ist mit ihrem 80. Lebensjahr, ist sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs operiert worden. Und sie hatte keine große Überlebenschance. Die Ärzte haben ihr gesagt, sie hat keine große Chance, lange zu leben. Und sie hat gesagt: Ich schaffe das, ich schaffe das." Und tatsächlich hat sie es geschafft. Und jetzt haben wir ihren 95. Geburtstag gefeiert. Und das gab Mama wieder so einen Aufschub, so ein Pep, siste, ich schaffe das auch, egal wie schlimm das im Moment aussieht, ich schaffe das. Und so ist das Sensationelle ja auch passiert, dass wir jetzt am 18. März 2024 ihren 9. Geburtstag gefeiert hatten. Und während ich jetzt hier so ein bisschen nach den Fotos gesucht habe, fiel mir dann auch eine tolle Sprüchekarte noch ein. Nicht ein, sondern ich blätterte und stöberte ja in dem alten Laptop in der Hoffnung, ich hatte da die Daten gesichert, die Fotos gesichert mit den ganzen SD-Karten, aber leider nicht. Und so fand ich aber was anderes, genau gerade als ich das Laptop öffnete, sah ich dieses Folgende nochmal, was auch zu Muttis Lebensmotto passt: Ich schaffe das, ich bin der Sieger, ich habe die Kraft, die alles schafft. So ungefähr hieß es. Aber ich blende das auch hier nochmal ein, wie der Spruch richtig heißt. Und ja, das mit der Hand ausgestreckt, da heißt es auch: Ich will, ich kann, ich schaffe es. Das ist doch richtig passend. Das passt wohl auch zu unserer jetzigen Situation, weil wir ja noch viele Hürden zu bewältigen haben. Nein, keine Angst. Mutti ist nicht wieder krank geworden, sondern es geht um unser Garten und unser Haus, wo ja wirklich schlimme Dinge passiert sind. Dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Und so viel zu Zufälle und Glauben. Am Mittwoch wurde die Passion übertragen, was schon mal, ich glaube, 2022 war. Damals war das, glaube ich, in Essen, jetzt war es in Kassel. So habe ich dann auch wie zufällig Francis Fulton Smith gesehen. Eigentlich mag ich ja keinen Fernseher mal so richtig gucken, aber irgendwie der Zufall zog mich dann doch dahin. Und dann sah ich so ein paar Passagen, und da waren ja auch die Kreuzträger, die haben ja auch Geschichten aus ihrem Leben erzählt, wie sie denn plötzlich ja an den Glauben kam, weil sie auch viele Dinge erlebt haben oder schlimme Dinge überlebt haben. Und Francis Fulton Smith wurde auch zum Abschluss gefragt, ob er gläubig ist, ob er an Gott glaubt. Und er sagte: Er, ich glaube an Schutzengel. Ich weiß, dass ich von Schutzengeln beschützt werde, weil ich schon vor vielen Gefahren beschützt worden bin. Und ich weiß, es ist eine ganze Brigade da, die da sind, um zu helfen, um da zu sein, um eben halt uns zu helfen oder mir zu helfen. Und wenn ich das erzähle oder meine Geschichten darüber erzähle, dann gucken mich die Leute manchmal komisch an und meinen, ich spinne. Aber es ist wirklich so. Ich weiß, dass es so ist, weil ich es schon erlebt habe. Und genauso haben es Mutti und ich erlebt. Mit der Frau mit dem roten Fahrrad und dem mit der roten Hose. Oder diesen kleinen Stein, wo Glaube drauf stand, der zufällig da lag, als wir spazieren gingen, 2020, in der Zeit, wo gerade alles anfing, wo wir nicht mehr viel machen durften, wo wir uns nicht mehr mit Menschen treffen durften, und.
Und trotzdem haben Mutti und ich versucht, es uns schön zu machen, unser eigenes Ding zu machen. Und genau in diesem Moment lag dieser Stein aus, weil wir das Gefühl hatten oder Mutti das Gefühl hatte, sie musste diesen Weg gehen. Und so passiert es dann manchmal. Aber jetzt auch mit der Passion wieder und dieser Aussage von Francis Fulton Smith und diesem Gefühl, jetzt diese Gedanken mit der Überschrift Glaube, Wunder, Heilung zu veröffentlichen, genau am Karfreitag. Obwohl, ich weiß ja nicht, was mit meinem YouTube-Kanal noch passiert. Im Moment ist ja ziemlich Stillstand, habe ich trotzdem den Impuls, dies zu tun. Und ja, ich schaffe es. Und ich folge weiter meiner Intuition und meinem inneren Impuls. Und wir haben es ja gesehen bei Muttis Erkrankung mit ihrer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung, was da alles passiert ist, was wir da alles an Wunder erlebt haben oder was wir an Zeichen bekommen haben. Das ist wirklich schon wunderbar. So, dann wünsche ich noch ein schönes Osterfest. Wir hören und sehen uns wieder. Und wenn du gerade in diesem Moment meinen Podcast hörst, zu einem späteren Zeitpunkt, wünsche ich dir auch alles Liebe und alles Gute. Folge deinem inneren Gefühl, deinem Impuls. Und ja, ich habe angefangen, die Wunder oder diese Begegnung trotz dieser schlimmen Zeit oder dieser verwirrten, für uns sehr verwirrten Zeit, wo wir nicht genau wissen, was machen wir mit unserem Zuhause, schreibe ich mir trotzdem alles auf, weil ich denke, vielleicht hat es zu einem späteren Zeitpunkt doch irgendwie einen Sinn und wir werden sehen, wo uns der Weg weiterhin führt. In diesem Sinne wünsche ich allen Menschen ganz viel Liebe, Frieden und Harmonie und wenn jeder Mensch die anderen Menschen liebevoll behandelt und sich selber liebevoll behandelt und einen liebevollen Fußabdruck auf dieser Erde hinterlässt und alles Negative sein lässt, dann haben wir ganz schnell den Himmel auf Erden mit ganz viel Liebe, Frieden und Harmonie. Und das ist immer noch mein großer Wunsch, mein großer Traum, dass dies eines Tages passieren kann. Und wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann mit meinen Podcasts, mit meinen Videos, dann wäre ich glücklich. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt wissen wir, was unsere positiven Schritte später bewirken können. Wir werden sehen. In diesem Sinne, lieben Gruß von Kirsten. Tschüss.